Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Story. Im letzten Part haben wir uns mit Erika zusammen ein bisschen in Shinjuku umgesehen und haben auch, yay, Suido kennengelernt, der zwar sehr nett war, aber auch ziemlich seltsam. Und wir wollten ja eigentlich die digitalen Wellen erforschen. Die haben sie allerdings so stark angesammelt, erhöht, erweitert, wie auch immer, dass dieses Digital Shift hier entstanden ist, was wir uns heute ein bisschen genauer ansehen wollen. Dann bin ich ja mal gespannt. Hier könnte ich zu Mirei, aber das muss ich nicht, ich war ja im letzten Part doch recht lange im Digilab. Huch, hi. Ach, dein Digimon. Es ist... Ach, ihr seid Hacker, nicht wahr? Im Bahnhof ist die digitale Verschiebung weiter vorangeschritten. Sie materialisiert sich wie in Eden, mitsamt digitaler Monster. Digimon, die sich in der echten Welt materialisieren. Ich hätte Wormon für mein Digivice benutzen sollen. Ich verstehe. Das Innere befindet sich im Strudel einer besonderen digitalen Welle. Mit anderen Worten, dies ist sowohl die echte Welt als auch eine Welt aus digitalen Informationen. Sozusagen eine Digitalisierung der echten Welt. Man kann diesen Raum also künstlich manipulieren? Genial, einfach genial. Verstehst du das denn nicht? Es findet eine Verschiebung der echten Welt zu einer digitalen statt. Eine, in der die Welt mithilfe von Programmen manipuliert werden kann. Mit anderen Worten... Diese Welt kann gehackt werden? Korrekt. Dieses Phänomen ist noch nicht abgeschlossen. Wenn es sich in der ganzen Welt ausbreiten würde, würde jegliche Materie transformierbar werden. Das Unmögliche würde möglich werden. Unglaublich. Du denkst ja sehr flexibel. Es ist schon länger her, dass ich jemanden getroffen habe, der meiner Argumentation folgen konnte. Es ist ungewöhnlich, wie schnell du etwas begreifst. Genau wie... Ha. Könnte es sein, bist du Erika Mishima? Woher kennen Sie meinen Namen? Das dachte ich mir. Ach, es ist nur, ich bin dein... Ha, es waren also doch welche hier. Das ist beunruhigend. Okay, ich akzeptiere, dass ich digitale Verschiebung vorlese, damit ich den ganzen Satz grammatikalisch nicht umbauen muss und es quasi, wenn ich frei rede, Digital Shift nenne. Aber ich akzeptiere nicht das, was dort steht.
tut mir leid, aber ich finde den deutschen Namen von dem Ding echt nicht schön. Das haben sie beim Deutsch-Patch vom ersten Teil schon so gemacht und ich kann mich damit nicht anfreunden, auch wenn es absolut korrekt übersetzt ist. Ich nehme auf jeden Fall den englischen Namen. Ach, du bist auch schon einem Eater begegnet? Eater? Einem Eater? Hey, are mo watashi no kenkyu taishou deshite, watashi wa are no koto wo oshokusha Eater to yonde imasu. Genau, sie sind meine Forschungsobjekte. Ich nenne sie Ita. Nehmt euch in Acht. Wenn Daten in Eden verschlungen werden, werden sie abgetragen und ihre Struktur und Algorithmen kommen durcheinander. Mit anderen Worten, es tritt ein Defekt auf. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, inwieweit die digitale Verschiebung in diesem Raum sich auf unsere Körper auswirkt, aber das tut sie. Sag mal, Junge, würdest du mir einen Gefallen tun und versuchen, gegen das Ding zu kämpfen? Ich möchte anhand einer Feldstudie feststellen, ob digitale Monster gegen Eater resistent sind. Außerdem greift dich eins gleich von hinten an. Heieiei, du beobachtest mich. Die Frage ist nur, inwiefern ich jetzt wirklich Schaden machen kann. Ich finde das ganz interessant. Im ersten Teil trafen wir ja auch ziemlich früh auf die Eater und mussten auch schon gegen sie kämpfen, hatten allerdings nicht wirklich eine Chance. Und wir haben auch im Digital Shift gegen einen gekämpft, allerdings erst wesentlich später, also nicht direkt am Eingang, das hatte mich jetzt so ein bisschen überrascht. Also wie gesagt, digitale Verschiebung akzeptiere ich, damit ich nicht den ganzen Satz immer umbauen muss, damit es eben auf Digital Shift zutrifft und passt. Aber Verschlinger, ich meine, es passt, ne? Ist mir lieber, als wenn sie das mit Esser übersetzt hätten, aber ich finde es trotzdem nicht so schön. Und die japanische Synchro sagt ja auch Eater, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall auch angewöhnen bzw. so beibehalten. Ihr wisst ja, was ich meine. Ach ja, und ich finde das auch super spannend, dass wir jetzt schon so ein bisschen erfahren haben, wie gefährlich die Dinger eigentlich sind und was die letztendlich so drauf haben. Na gut, erstmal schauen, ob ich überhaupt Schaden machen kann. 150 Schaden gegen einen Gegner, 60% Chance auf Verwirrung. War das damals auch schon so? Das ist ja echt nicht schlecht. So, mache ich dir Schaden? Nein, okay. War, wie gesagt, im ersten Teil anfangs nicht anders, dass ich wirklich keinen Schaden gemacht habe. Aber hätte ja sein können, weil wir jetzt eben schon so ein bisschen weiter vorangeschritten sind, dass sich das vielleicht geändert hat. Das ist halt echt deprimierend. Ich würde denen schon gerne Schaden machen, wenn ich bedenke, wie gefährlich die potenziell sein könnten. Nicht nur für uns, auch für andere Leute. Und ich meine, gerade wenn sie einfach unschuldige Passanten angreifen, die sich nicht wehren können, ne, ist nicht ganz so toll. Aber scheinbar kann ich echt nichts ausrichten. Dann werde ich einfach jetzt noch warten, bis irgendwas passiert. Weil ich denke, mehr machen kann ich aktuell leider nicht. Terminal zerfressen. Okay. Autsch. Das tat weh. Es läuft weg. Du musst es nicht verfolgen. Ich habe alle nötigen Daten. Trotz direkten Kontakts keine Anomalitäten. Anscheinend sind die digitalen Monster doch gegen Eater resistent. Diese Tatsache allein ist eine wichtige Dividende des Kampfs. Ich danke dir für deine Kooperation.
対抗方法も分かったことですし、これから本格的に調査と。Außerdem haben wir erfahren, wie man sie abwehrt. Jetzt können wir eine gründliche Untersuchung. Hey, 誰かそこにいるのか？早くこっから避難するんだ。Hey, wer ist da? Schnell, bringt euch in Sicherheit. まだ調査の邪魔はされたくありませんね。Ich lasse nicht zu, dass jemand meine Nachforschung unterbricht. あなたたちはもうお帰りなさい。私のことはくれぐれもご内密に。Ihr zwei, geht zurück und sagt niemandem, dass ich euch geholfen habe, ja? 待って、まだ話を。Moment, ich bin noch nicht fertig. Oha. お前さんは、リュウジンとこの。Du bist Ryujis Erika, oder? エリカちゃんじゃないか。Erika, du bist es. こりゃいけねえ。急いで外に運ぶぞ。あら、お前さんもついてこい。Das ist gar nicht gut. Ich bringe dich hier schnell weg. Hey, du kommst mit. お医者に話を聞いてきた。エリカちゃんはひとまず大丈夫のようだ。Ich habe vom Arzt erfahren, was passiert ist. Erika scheint es wieder gut zu gehen. Vorerst. Ist Erika krank? お前さん聞いてなかったのか? Hatte das denn niemand gesagt? 俺の口から言うのも妙なんだがな。Ich bin eigentlich nicht die richtige Person, um dir das zu sagen, aber... エリカちゃんは脳に特殊な疾患を抱えているんだ。エリカ hat eine seltsame Hirnkrankheit。あれはもう何年前になるかな。Es sind schon einige Jahre vergangen, seit es passiert ist。エリカちゃんとご両親が乗った自動車が交通事故を起こしてな。エリカ hatte mit ihren Eltern einen Autounfall。その事故が元でご両親は亡くなった。エリカちゃんの病気もその時の事故が元で患ったそうだ。Ihre Mutter und ihr Vater kamen bei dem Unfall ums Leben. Seitdem hat Erika diese Krankheit. 珍しい症状で、どこの病院でも治療法が見つからなくてな。リュウジの野郎はあちこち駆け回ったらしい。Es ist eine seltene Krankheit. Kein Arzt wusste sie bislang zu behandeln. Ryuji hat überall nach einem Heilverfahren gesucht. このセントラル病院で、ようやく治療らしい治療を受けられるようになったそうだ。Anscheinend hat hier im Zentralkrankenhaus endlich eine geeignete Behandlung gefunden. エリカ、落ち着けリュウジ。エリカちゃんは大丈夫だ。軽い発作だと。Beruhige dich, Ryuji. Erika geht es gut. Dieses Mal war es nur ein schwacher Anfall. またよしさん。すいません。エリカが迷惑を。Danke, Matayoshi, dass Sie sich um Erika gekümmert haben und... なーに、俺はたまたま居合わせただけだ。そばについていたのはそこの坊主だよ。Wie bitte? Ich war doch nur zufällig hier. Dieser Junge hier war bei ihr. お前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。War schön, dich gesehen zu haben. Ich geh dann mal. すいません。礼はまた後で。Tut mir leid.Ich werde dir später danken. Irgendwie. そんなもん気にすんな。また店に寄らせてもらうよ。Mach dir darum keine Gedanken. Wir sehen uns im Café. お大事にな。あんまり気に病むんじゃねえぞ。Pass auf dich auf. Lass dich nicht zu sehr hängen, ja? ロビーで待っていてくれ。Bitte warte am Empfang. 面倒をかけた。すまん。Tut mir leid, dass ich Ärger gemacht habe.
kann nicht glauben, dass Erika krank war. Ich hätte sie nie mitgenommen, hätte ich das gewusst. Dann gehe ich mir wohl etwas aus dem Automaten holen. Oh, das war sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Aber natürlich auch alles andere als schön. Wenn ich mal kurz den Controller zur Seite lege, ich muss das gerade selbst mal so ein bisschen ordnen. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten anfangen soll. Also, Erika hatte zusammen mit ihren Eltern diesen Autounfall. Die Eltern sind ums Leben gekommen und sie hat scheinbar ziemliche Schäden davongetragen, wodurch sie angeblich diese Hirnkrankheit bekommen hat. Das würde erklären, warum sie letztens schon mal ganz kurz gezeigt wurde, während sie sowas wie Kopfschmerzen hatte. Da habe ich mir ja schon gedacht, da muss ja eigentlich irgendwas sein. Und dass sie da jetzt wirklich zusammengebrochen ist, auch das Nasenbluten. Ja, das passt natürlich schon zu dieser Krankheit. Was ich allerdings viel beunruhigender finde, wir hatten ja dieses Gespräch mit dieser mysteriösen Dame im Aquarium, wo wir halt Ryuji beobachtet haben. Und da meinte sie ja auch, ja, Behandlung, Zentralkrankenhaus. Und ich habe mich schon gefragt, ob da noch irgendeine außenstehende Person mit gemeint ist, weil ich nicht gewusst habe, auf wen das sonst hätte zutreffen können, weil es uns hier allen gut ging. Aber jetzt im Nachhinein bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass besagte Frau Erika gemeint hat, dass Erika wirklich hier behandelt wird im Krankenhaus, dass diese Krankheit so ein bisschen eingedämmt wird. Und ja, Ryuji bleibt nichts anderes übrig, als das zu tun, was von ihm verlangt wird, damit diese Behandlung fortgesetzt wird. Sprich, was ich letztens schon gesagt habe, Erpressung auf höchstem Niveau, das passt, glaube ich, leider Gottes ziemlich gut. Und wenn man gesehen hat, wie sehr Ryuji an Erika hängt, ne, kann man das schon verstehen. Ich meine, wenn die beiden wirklich niemanden haben, außer sich selbst gegenseitig, dann kann ich das schon verstehen, dass das schon ziemlich hart ist. Und dass Erika letztens meinte, irgendwann war sie gezwungen, selbst zu hacken und sich das selber beizubringen. Ob das damit zusammenhängt, dass die beiden dann vollkommen auf sich allein gestellt waren und ihr Leben quasi gar nicht anders in den Griff bekommen haben, als wirklich in diese Hacking-Szene einzutauchen nach dem Tod ihrer Eltern? Keine Ahnung, könnte sein. Was ich allerdings noch am beunruhigendsten finde, wahrscheinlich nicht nur ich, ist das, was Suedo gesagt hat. Woher kennt er ihren Namen? Und vor allen Dingen, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die in dem Moment dachte, wo er meinte, ich bin dein, dass jetzt sowas kommt wie, ich bin dein Vater oder sonst was. Glaube ich nicht. Aber in irgendeiner Form hat Suedo eine Verbindung zu Erika und das finde ich unglaublich gruselig. Die Sache ist, Erika ist so fasziniert von der digitalen Welt und meinte ja auch, oh, es wäre ja so faszinierend, wenn dieses Digital Shift sich ausbreiten würde, unbegrenzte Möglichkeiten für unseren Alltag und so weiter. Ich weiß nicht. Es wirkte für mich dann schon so, als hätte sie schon eine sehr krasse Verbindung zu diesem Digitalen. Und das klingt jetzt voll doof, aber ich bin mir aktuell gar nicht sicher, ob sie wirklich so hundertprozentig menschlich ist oder ob da nicht noch so ein bisschen mehr hinter steckt. Ich meine gerade Suedo, die ITER als Forschungsobjekte in Verbindung mit Erika, in Verbindung mit diesen Anfällen, die sie hat. Ich habe da ein ungutes Gefühl bei, ehrlich gesagt. Ich will es natürlich nicht wissen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht. Es ist einfach alles so seltsam. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich eine Hirnkrankheit hat. Ist irgendwas anderes Krankes? Irgendeine Verbindung mit Suedo und vielleicht auch mit den ITERN, wo ich mir hinterher denke, was zur Hölle? Also irgendwas stimmt mit Erika überhaupt nicht. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn der Tod der Eltern kein Unfall gewesen wäre. Ich traue dem Spiel alles aktuell zu. Also das war echt einiges an Input. Ich fürchte nur, dass wir die Antworten erst wesentlich später bekommen werden. Weil ich meine, es war glaube ich jedem klar, dass Suedo diesen Satz nicht vollenden würde mit Ich bin dein Schöpfer, keine Ahnung, Patenonkel, irgendwas, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, all diese Komponenten zusammen ergeben kein klares Bild für mich, aber machen mir auf jeden Fall Angst. Also, achso, da kann ich auch wieder hochfahren, eventuell. Dann schaue ich mich erstmal noch so ein bisschen um, eventuell. Habe ich schon eventuell gesagt? Eventuell. Also das ist schon krank. Ich fand ja schon der vorletzte Part, das mit Yu und mit dieser mysteriösen Frau, das fand ich halt schon, ne, besorgniserregend. Aber das heute mit Erika, ich meine, uns war, glaube ich, allen Yukos Erinnerung. Ja, es war uns, glaube ich, allen klar, dass irgendwas mit Erika los sein muss, mit ihrer Vergangenheit.
Aber dass das jetzt so zusammenkommt, hätte ich echt nicht gedacht. Hier kommt niemand ohne Erlaubnis rein. Na los, geh nach Hause. Okay. Dies ist die Spezialstation. Nur Angehörigen und Mitarbeitern des Krankenhauses ist der Zutritt gestattet. So. Ja, die Spezialstation. An die erinnere ich mich auch noch. Und dass hier Yukos Erinnerung rumliegt. Wenn man das Spiel wirklich für sich alleine betrachtet und den ersten Teil gar nicht kennt, dann kann man damit überhaupt nichts anfangen, wenn man sich denkt, wer ist Yuko? Aber ja, wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann ergibt das natürlich schon Sinn. Finde ich aber sehr interessant, dass wir Yuko scheinbar zuallererst durch diese Erinnerung kennenlernen und gar nicht persönlich. Da bin ich echt mal gespannt, was es damit auf sich hat. Aber wie gesagt, ich schaue mich hier erstmal so ein kleines bisschen um. Das ist der 12. Stock, die Normalstation. Okay, ich denke mal... Huch. Ein leerer Raum. Wieso kann ich hier einfach überall reinlatschen? Es ist ja nicht der Ort, wo man wirklich erkunden sollte, aber, ne? Ich muss alle Stationen abklappern, bis es Zeit für die Patientengespräche ist. Ach, so viel Arbeit. Ja, das glaube ich dir. Ach, ich meine, es ist wie gesagt nicht der schönste Ort, aber wenn wir hier wirklich noch so ein paar Informationen bekommen können, warum nicht? Ich besuche Opa. Zum Glück geht es ihm besser, als ich dachte. Das ist doch schön, das freut mich für dich. So, was ist mit dir? Ich war im Wartezimmer neben einer Frau, die auch ziemlich krank war. Wir haben uns hoch und heilig geschworen, schnell gesund zu werden. Aha, na, dann klappt das auch bestimmt. Oh. Ach ja. Hast du schon von den Gespenstern hier gehört? Ich werde sie finden. Viel Erfolg. Ansonsten, da kann ich rein, da kann ich nicht rein. Gut. Huch. Oh, eine Medaille. Hat sich ja immerhin gelohnt. Huh. Es ist halt echt nicht der schönste Ort, wie gesagt, um sich großartig umzusehen. Aber ich denke, Ryuji will sowieso noch ein bisschen Zeit mit Erika verbringen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Die Sache ist, das hätte man uns halt echt sagen können. Weil was ist, wenn sie wirklich mal neben uns zusammenbricht, so wie jetzt? Und wir halt überhaupt keine... Huch, ach, du sagst das Gleiche nochmal. Und wir halt überhaupt keine Ahnung haben, was es damit auf sich hat. Dann können wir ihr auch nicht helfen, keine erste Hilfe leisten. Man hätte uns das auf jeden Fall sagen müssen, denke ich. Und die Sache ist, sie meinte ja auch im letzten Part, glaube ich, ich gehe nicht zur Schule und wurde dann von Yu unterbrochen. Ja klar, geht sie nicht zur Schule mit der Krankheit, da kann immer was passieren. Die Spezialstation ist nicht öffentlich. Bitte treten Sie zurück. Ich bin aber beim Empfang. So viel Arbeit, Formulare, Papierkram, dann Visite auf der Normalstation. Danach muss ich mich in Eden richtig erholen. Ja, kein einfacher Beruf. Das glaube ich. Fülle für eine Versorgungsuntersuchung bitte dieses kurze... Anamneseformular aus und gib es ab. Okay. Der Begriff sagt mir tatsächlich nichts, aber ich bin da auch nicht so bewandert. So... Hier könnte ich natürlich raus. In meinem Bauch war plötzlich so ein stechender Schmerz. Ich hoffe nur, dass es nichts Ernstes ist. Gute Besserung. Das Krankenhaus gehört zu Kamishiro. Die Leute sagen, alles wäre brandneu und die Ärzte wären Spitzenleute. Das ist schon mal nicht schlecht. Besuchst du jemanden? Die Normalstation ist im 12. Stock. Nimm den Aufzug da drüben. Ich hatte nicht vor, die nicht vorhandene Treppe zu nehmen. Dann bin ich ja schon tot, wenn ich oben ankomme. Ich bin wegen einer Vorsorgeuntersuchung hier, dachte ich, aber ich könnte doch... Nee, so ging der Satz nicht. Ich bin wegen einer Vorsorgeuntersuchung hier, dachte mir aber, ich könnte doch gleich Blut spenden. Da verdient man sich sogar einen Preis. Oh. In den oberen Stockwerken haben sie auch eine Pädiatrie. Der Körper lässt mit dem Alter nach, natürlich. Aber kranke Kinder, das ist hart. Ja, das natürlich. Wobei Kinder nehmen das oftmals tatsächlich, glaube ich, ein bisschen lockerer als die Erwachsenen. Was ist mit dir? Du willst nicht mit mir reden. Na gut. Du auch nicht. Dich hatte ich ja, glaube ich, gerade. Nee, gar nicht. Der andere Opi sah nur so aus wie du. Ich bin doch topfit. Glotz mir nicht an wie ein Krüppel. Okay. Was sie wohl auf der Spezialstation behandeln? Doch nicht etwa dieses Ihn-Syndrom, von dem alle reden, oder? Von dem wir natürlich noch nicht wirklich viel wissen, aber es wurde jetzt schon zweimal erwähnt. Lassen wir uns überraschen, ob wir da noch mehr zu erfahren werden. Dieses Krankenhaus ist beliebt, aber es gibt auch ungute Gerüchte. Von wegen Experimente an Menschen. Leben kommt hier niemand raus. Und du bist warum hier, wenn du diesen Gerüchten Glauben schenkst?
Aber gut, ist auf jeden Fall immer ganz spannend, wie gesagt, die Leute so ein bisschen zu befragen. Seien es jetzt Schwestern, die sich beklagen, dass sie viel zu tun haben, aber eben auch teilweise so Infos wie die Gerüchte, das Eden-Syndrom. Und ich meine, wenn die NPCs sowas schon erzählen, da muss ja auch so ein bisschen was dran sein, gegebenenfalls. Aber gut, holen wir uns im nächsten Part was zu trinken, essen, was auch immer er haben möchte und warten auf Ryuji und Erika, wenn die denn überhaupt schon entlassen wird. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich hätte mich ja echt gerne noch ein bisschen in Shinjuku und in dem Digital Shift umgesehen, aber klar, Erikas Gesundheit geht natürlich vor. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Digimon Story und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!